Konbinis. Das sind kleine Gemischtwarenläden, die 24/7 aufhaben. Sie bieten essentielle Produkte an wie Essen, Getränke, Medizin, Drogerieartikel und ATMs. Und in Korea sieht man sie wirklich überall und ich zeige euch heute, was Koreaner wirklich in Konbinis essen. Wow, ich bin so geflasht. Das sieht jetzt nicht so appetitlich aus. Der zergeht so im Mund. Hallo Leute, hier ist Hazel und willkommen zu einem neuen Video. Ich war heute in einigen Convenience Stores einkaufen, um genauer zu sagen in drei verschiedenen. Und natürlich habe ich meine koreanische Freundin mitgenommen und wir haben einiges gekauft, wie ihr sehen könnt. Und falls euch diese Videoidee gefällt, dann gebt mir jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich auf jeden Fall sehr unterstützen. Wie ihr euch denken könnt, bin ich gerade in Asien. Deswegen vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, denn in den folgenden Wochen folgen auf jeden Fall sehr coole Videos. Es lohnt sich also, hier dran zu bleiben und es lohnt sich auch, mir auf Instagram und TikTok zu folgen, weil da habe ich schon sehr, sehr viele Content Pieces hochgeladen. Und dort seid ihr immer aktuell, denn ich bin gar nicht mehr in Korea, wenn das Video online ist. Ich habe meine koreanische Freundin gefragt, was essen Koreaner eigentlich in Convenience Stores? Und ihre Antwort war natürlich Ramen. Und deswegen habe ich eine Portion Ramen gekauft, natürlich von Samyang, meine Lieblingsmarke. Und es gibt auch einen neuen Geschmack. Der heißt Rosé, hat aber nichts mit Blackpink zu tun. Bereiten wir das mal zu und ich erzähle euch dann, was es mit diesem Geschmack auf sich hat. Ich koche hier zu Hause mit ganz normalen Wasserkocher, aber in Convenience Stores gibt es immer eine Mikrowelle und einen Wasserkocher und Tische und Stühle, also halt convenient wie zu Hause. Schaut euch mal an, wie hübsch es ist. Scharfe Soße. Kommt hier heißes Wasser rein und dann warte ich, bis das durch ist. Und Fun Fact, es gibt bei Samyang vor allem hier so eine 3-Dreiecke. Die sind dafür da, um das Wasser abfließen zu lassen. Im nächsten Schritt kommt dann die Feuernudelsoße rein, noch das cremige Pulver. Das Ganze verrühre ich jetzt. Und ihr könnt jetzt schon ungefähr sehen, warum diese Geschmacksrichtung Rosé heißt. Also der Geschmack ist eigentlich Sahne. Sahne plus rote Feuersoße ist pinke Soße und deswegen heißt es Rosé. Das hier wäre ja jetzt schon das Gericht, aber das wäre viel zu langweilig. Die Koreaner pimpen ihr Ramen nämlich noch auf und zwar am liebsten mit Cheese Drinks. Diese Cheese Drinks findet ihr immer in der Kühlabteilung und es gibt sie wirklich immer. Ist sogar, glaube ich, die Abteilung, wo es so viele Toppings für Ramen gibt. Und ja, jetzt muss ich das alles so pullen und reinmachen. Und ich frage mich, ob diese Cheese Drinks wirklich nur so für Ramen gemacht worden sind, weil ich habe das schon richtig, richtig oft gesehen. Ich habe das in TikToks gesehen, aktuell, aber ich habe es auch schon in 2017 gesehen, wie meine Freunde das so gegessen haben. Ab in die Mikrowelle damit. So Leute, das sieht echt Wahnsinn aus. Und wenn das gut schmeckt, ihr wisst ja, in Deutschland gibt es auch Cheese Drinks. Ich zeige euch mal den Cheese Pull. Kann ja nur gut schmecken. Also das war gerade mehr Käse als Nudeln, aber das war schon super. Und das Gute ist ja auch, dass Käse die Schärfe abmildert. Denn ich kann mir vorstellen, dass das ultra scharf ist. Schmeckt jetzt schon sehr scharf. Auf jeden Fall eine scharfe Carbonara. Die Cheese Drinks sind aber nicht die einzigen Toppings, die ich gekauft habe. Die Koreaner toppen richtig viel. Also da kommt noch so Ei rein und auch Würstchen. Ich habe hier nur Ei gekauft. Das Besondere daran ist, dass es jetzt soft-boiled ist. Also es ist halt perfekt für Ramen. Sieht auf jeden Fall aus wie das perfekt gekochte Ei. Also es gibt auf jeden Fall einfache Methoden, für 2-3 Euro die Ramen richtig krass aufzupimpen im Konbini. Wow, ich bin so geflasht. Aber wie ihr euch denken könnt, ist das natürlich besser, wenn ihr das wirklich im Convenience Store isst. Weil dort gibt es alles, eine Mikrowelle, einen Wasserkocher, alle Toppings dazu. Tische, Stühle. Das ist jetzt wirklich so eine Ausnahme, dass ich das mit nach Hause genommen habe, weil ich es ja für euch filmen muss. Aber falls ihr dann wirklich im Convenience Store isst, dann macht nicht nur ganz langweilige Ramen. Holt euch noch die Toppings, dann seht ihr bestimmt richtig cool aus. Also ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn diese neue Sorte Rosé auch in Deutschland eingeführt wird. Und was darf zum Essen nicht fehlen? Natürlich auch ein Getränk. Und da habe ich etwas eher Neuartiges. Und zwar gibt es in Korea immer so eine Becher mit Eiswürfel drin, damit man seine Getränke da reinmachen kann. Und die Getränke sind halt wirklich in solchen Verpackungen drin. Ich habe hier Black Americano. Und ja, die trinken solche Getränke echt oft. Also die nehmen immer so eine Becher. Es gibt auch unterschiedliche Größen. Und machen dann eben ihr Getränk rein. Es kann Saft sein, aber es kann auch Kaffee sein. Für mich persönlich ist es mein allererstes Mal, dass ich das jetzt hier mache.
weil ich finde, das ist ein bisschen Plastikverschwendung. Americano. Also das kann man wirklich im Tiefkühlschrank kaufen. Man nimmt sich dann das Getränk mit und dann kann man halt to go etwas trinken. Aber ich habe auf TikTok eine richtig krasse Kombi gesehen, die gerade im Trend ist. Und ich wollte das ausprobieren, und zwar Black Americano mit Banana Milch. Das ist generell eines der liebsten Getränke in Korea. Und man kann es auch nur in Korea kaufen. Also ich habe es in Japan oder in Vietnam noch nicht gesehen. Zumindest in dieser Verpackung. Und ich kann es mir nur gut vorstellen, weil Bananenmilch schmeckt einfach lecker. Taste Test. Wow, oh mein Gott. Ich bin ja so eine Person, ich mag Kaffee überhaupt nicht. Ich kann in Deutschland gar keinen Kaffee trinken, aber die Koreaner trinken ja jeden Tag Eis Americano, auch im Winter. Und irgendwie habe ich auch mal eins probiert, weil es sah so lecker aus, weil alle das trinken. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Americano in Korea ein bisschen wässriger ist, weshalb ich ihn tatsächlich trinken kann und auch genießen kann. Und jetzt noch mit der Bananenmilch. Ich schmecke fast keinen Kaffee mehr raus. Nur noch so 10%. Richtig nice Kombi. Aber um Korea nochmal zu verteidigen wegen der Plastikverschwendung. In Korea wird richtig akribisch recycelt. Ich bin richtig geflasht. Also allein in meiner Ferienwohnung, da hatte ich auch Pflicht zu recyceln. Und ich musste wirklich alles trennen. Es gab nicht nur 3 Mülltonnen, es gab 5 Mülltonnen. Und ich musste mein Plastik sogar vorher sauber machen, weil es gab die Unterscheidung zwischen sauberem Plastik und nicht sauberen Plastik. Und es gibt sogar noch eine extra Mülltonne für nur Essensreste. Also da kommen wirklich nur die Reste, die man nicht gegessen hat, in eine Tonne. Und es sieht auch voll eklig aus, sag ich mal, weil es ist wirklich nur so eine kleine Tüte. Und es sind wirklich halt nur so die Essensreste, die im Waschbecken aufgefangen worden sind. In so einem kleinen Säckchen. Also so viel zu dem Thema. Falls ihr Interesse habt an mehr Insights aus Korea, dann schaut euch gerne meinen Vlog-Kanal an. Da habe ich natürlich die ganzen Tage gevloggt und mehr Infos gedroppt zu Korea. Falls ihr die Videos noch nicht geschaut habt, macht das gerne. Und das ist natürlich nicht das einzige Hauptgericht, was ich heute gekauft habe. Ich habe noch was parat. Und zwar frittierten Reis, den man in der Mikrowelle zubereitet. Denn Convenience Store ist halt eben dafür da, die ganz klassischen Gerichte, die Koreaner auch essen, in ganz, ganz schneller Version anzubieten. Also da gibt es auch wirklich so Knochenbrühen und eben auch Fried Rice. Und das mache ich jetzt schnell mal in der Mikrowelle. Das sieht jetzt nicht so appetitlich aus. Ich habe auch nochmal nachgelesen, es handelt sich hier um Cognac-Reis. Und ich habe die Packung erwischt, die besonders so nutritious ist. Also besonders gesund. Tasty Nutrition. Ich habe einfach das genommen, was halt am vegetarischsten aussah. Deswegen. Aber es schmeckt nicht so schlecht. Es schmeckt eigentlich ganz gut, aber ich muss sagen, es schmeckt auch gesund. Falls ihr versteht, was ich meine. Dirk isst meine Ramen. Er konnte es kaum abwarten, meine Ramen zu essen. Alter, ist das lecker. Das ist ja echt pervers, wie lecker es ist. Willst du auch was davon? Zu dem Reis habe ich mir übrigens auch gedacht, dass ich Kimchi kaufe von der Marke Bibigo. Und ich war so geflasht. Vielleicht kennt ja der ein oder andere die Serie Business Proposal von Netflix. Da hat die Hauptdarstellerin auch für die Firma Bibigo gearbeitet. Und als ich das dann im Convenience Store gesehen habe, habe ich meine Freundin gefragt, oh mein Gott, die Firma gibt es in echt? Und dann sie so, ja klar, das ist eine der bekanntesten Firmen in Korea. Und ich dachte so, oh mein Gott. Und ich dachte halt, dass sie sich diesen Firmennamen in der Serie ausgedacht haben. Und krass, das ist auch jetzt das erste Mal, dass ich so abgepackten Kimchi in Korea esse, weil sonst gibt es Kimchi ja wirklich immer in jedem Restaurant als Side-Dish umsonst. Und deswegen kenne ich eigentlich nur frischen. Lecker. Und ist nicht so scharf, weil manchmal in den Restaurants brenne ich mir wirklich die Zunge ab am Kimchi. Und hier ist es echt mild gewürzt. Und ich übertreibe da nicht. Manchmal habe ich da Kimchi gegessen, was mir den ganzen Geschmack zerstört hat, weil es so, so scharf war. Und ihr wisst ja, ich kann ja schon scharf essen. Diese Kombi ist auf jeden Fall richtig nice, weil der Reis hier an sich ist ein bisschen geschmacklos. Er schmeckt zwar gut von der Konsistenz her und die Pilze sind geil, aber das Kimchi gibt jetzt noch so den Flair. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, welchen K-Drama ihr gerade schaut. Ich brauche da ein bisschen Inspo. Es gibt viel zu viel Auswahl und ich kann mich nie entscheiden. Und manchmal gucke ich immer nur so eine halbe Folge und guck nicht mehr weiter.
Ich weiß ja einfach nicht, warum. Ich finde, ein K-Drama ist immer so viel Commitment. Es gibt so viele Folgen, es ist so lang. Und meistens gibt es auch keinen deutschen Sub und so. Deswegen muss man immer mitlesen und immer dabei sein. Aber wenn man einmal dabei ist, dann richtig. Gesunder Reis mit Kimchi kann man mal machen. Ich habe mir zwar nicht das beste Getränk ausgesucht, um zu solchen Speisen zu trinken, aber schon eines der leckeren. Diese Milch gibt es übrigens noch in der Geschmacksrichtung Erdbeere. Da kann ich mir das auch sehr gut vorstellen. By the way, schmeckt die Milch auch ohne Kaffee sehr gut. Nach den Hauptspeisen kommen wir zu den zwei Snacks, die ich herausgesucht habe. Und zwar snacken die Koreaner richtig gerne getrocknete Ramen. Ja Leute, das ist kein Gericht, was wir damals erfunden haben auf dem Schulhof. Das essen die wirklich. Und es gibt eigentlich dieses ganz klassische in der roten Verpackung, aber ich dachte mir, wir probieren mal was Fancyes aus. Und zwar getrocknete Jajangmyeon-Nudeln. Sieht jetzt auf den ersten Blick erstmal so aus wie Schokocookies, aber ich bin mir sicher, es schmeckt nicht wie Schokocookies. Ich finde es ganz praktisch, dass es schon so zusammengestampft wurde zu einem Piece, weil sonst ist getrocknete Ramenessen immer sehr unordentlich. Ich liebe es. Es schmeckt besser als Chips. Ich muss auch ehrlich sagen, immer wenn ich nachts so Craving auf Chips habe und keine Chips zu Hause habe, dann nehme ich immer meine Ramen oder meine Instant-Nudeln und esse sie roh. Und das ist besser als Chips. Und diese Geschmacksrichtung, halt Jajangmyeon, ist auch das erste Mal, dass ich sie so esse. Dirk, willst du auch mal probieren? Es sind keine Cookies. Ach so, wie ein Cookie, Alter. Ist nicht wie ein Cookie, was laberst du? Diese Süße. Du magst es nicht? Das ist so süß. Ja, also die Jajangmyeon-Sorte ist leicht süßlich, aber ich finde, im Allgemeinen schmeckt es trotzdem nach etwas deftigem, salzigem. Ich liebe es auf jeden Fall und ich muss mir noch mehr davon kaufen. Und dann habe ich hier noch etwas und zwar heißt das Banana Kick. Banana Mat Kudero. Keine Ahnung, auf jeden Fall sind es Bananenflips. Und meine Freundin ist daran vorbeigelaufen und meinte, dass sie das aus ihrer Kindheit kennt. Und deswegen dachte ich mir, nehme ich das mal mit. Ich möchte auch das essen, was Koreaner in ihrer Kindheit essen. Bananenflips. Wow, es glänzt doch so richtig. Richtig nice Zuckerschicht. Das ist diese Bananenmilch in Flip-Form. Aber so nice süß. Und es ist auch so ein richtig weicher Flip. Der zergeht so im Mund. Also dagegen sind diese Maisflips nichts. Was ist das für so eine angenehme Süße, ey? Richtig, richtig nice. Also als Kind hätte ich das auf jeden Fall auch verputzt. Probiert das auf jeden Fall gerne, falls ihr schon von allein diese Maisflips richtig mögt. Und Bananengeschmack, ein Muss. Ich dachte ja am Anfang, ich muss so diese Honey Butter Chips kaufen, aber die hatte ich ja schon in meinem letzten Video von vor 4 Jahren getestet. Und meine Freundin meinte, dass Honey Butter jetzt ein bisschen outdated ist. Es gibt zwar immer noch richtig eigene Shops, wo Chips mit Honey Butter Geschmack verkauft werden, aber ich sehe das auch gar nicht mehr so auf Social Media, dass die Leute das noch essen. Ich war auch seit 4 Jahren nicht mehr in einem koreanischen Kombini und war am Anfang sehr überfordert, was ich alles überhaupt kaufen soll. Aber zum Glück hatte ich meine koreanische Freundin mit dabei. In Kombinis kann man übrigens auch Pakete verschicken. Richtig, richtig krass. Also auch internationale Pakete und es ist günstiger als mit DHL und Co. Falls ihr euch fragt, welcher Convenience Store ist eigentlich der beste, es gibt keinen besten. Man geht eigentlich immer nur zu denen, wo man eben am nächsten dran ist. Ich persönlich habe aber die Erfahrung gemacht, dass CU richtig nice ist, weil die Convenience Stores von CU sind immer richtig, richtig groß, geräumig und viel Auswahl. Die schlechteste Erfahrung habe ich in Korea oder in Seoul spezifisch jetzt so mit 7-Elevens gemacht. Irgendwie waren die alle voll schäbig und schmutzig. Aber es ist nur meine Erfahrung. Und weil ich selber Touristin bin, kann ich es einfach nur bestätigen, dass Convenience Stores wirklich convenient sind. Weil immer wenn irgendwas fehlt, renne ich in einen Convenience Store. Sei es Zahnbürste, Nagelclipser, man kennt es, Wattestäbchen, Strumpfhosen, Zeitschriften, alles gibt es dort. Außer Windeln. Windeln für Babys gibt es da nicht.
Sind auf jeden Fall sehr nice Snacks dabei. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr in Kombinis immer kauft. Und falls ihr noch nie in einem Kombini wart, dann dankt mir gerne mit einem Daumen nach oben für diese hilfreichen Tipps. Denn als Tourist ist es schon richtig, richtig überfordernd, wenn man in ein Kombini geht. Und teilt es auch gerne mit Freunden, die auch noch nie in einem Kombini waren. Bleibt abonniert, bleibt dran und aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen. Folgt mir gerne auch auf Instagram und auf TikTok, um ein bisschen mehr live bei meiner Reise dabei zu sein. Und dann denke ich, sehen wir uns im nächsten Video.